Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch. Es ist sehr ungewohnt, so mitten in der Woche, so an einem Abend, so spät noch einen Stream zu starten. Aber da bin ich, yay! Und der Hintergrund, also mein Regal lädt vor mir, das ist immer schön. Ja, ich habe Feierabend und mitgekriegt so, hey, es gibt irgendwie eine State of Play seitens Sony. Das heißt, eventuell werden halt eventuell Spiele angekündigt, vielleicht werden auch nur vorhandene Spiele halt nochmal gezeigt und vielleicht zeigen sie auch nur die PlayStation Plus Games für November, ja, weil jetzt im November hier hat sich quasi PlayStation VR seit ein paar Jahren, weiß gar nicht wie viel, ich glaube 5 Jahre oder sowas, und ja, das heißt, bei PlayStation Plus gibt es zum einen halt 3 Spiele sowieso und dann nochmal 3 VR-Titel. 4 Stück davon sind irgendwie schon geleakt und ja, mal gucken. So, jetzt aber erstmal hallo Baba, hallo Alwande, hallo Sharpie, hallo. Ja, ich mach mal hier so, glaube ich, Hintergrundmusik, Untermalung oder warte. Ich habe gesehen, wir machen hier so Palaver, so Formstream schon mal so ein bisschen. Ne, hier. Das können wir theoretisch hier auch schon mal ein bisschen laufen lassen. Also der Stream startet halt erst, ne? Eigentlich so in circa einer halben Stunde. Vorher zeigen die aber hier noch so in Glaber so rauf und runter. PlayStation VR wurde am 13.10. übrigens 5. Ach, okay. Ozeanburg! Ja, lange nicht gesehen. Was machst du denn hier so im Internet? Streams gucken auf Twitch. Ja, ne? Also wie ich. Ich gucke auch nur Streams auf Twitch. Oder in dem Fall ist es hier YouTube. Ja, ich habe jetzt keine sonderbaren Erwartungen, was mich jetzt hier bei State of Play erwartet. Ist halt, ja, mal gucken, was bei rumkommt. Ich hab keine Ahnung. Überraschen lassen ist, glaube ich, sowieso immer das Beste. Ja, kann auch einfach nur sein, dass die halt hier jetzt nochmal Guardians of the Galaxy zeigen, was jetzt irgendwie kürzlich erschienen ist. Und, ja, mal gucken. Vielleicht ist ja was Tolles dabei. Mal gucken. Naja, auch Forspoken, ne? Wenn es mal irgendwann mal rauskommt, mal gucken. Ihnen wird präsentiert Mammut mit besonders kleinen Augen. Ja, es ist... war heute ein anstrengender Tag, sagen wir es mal so. Zum Glück habe ich vorher... Forspoken is the first video game that I have been involved in and is my first time doing performance capture and I am loving every single second of it. Frey is a character. Hier haben wir eine junge Dame, die einfach mal, ne, irgendwas runterrattert, was sie tun soll. Von dem Spiel weiß ich halt auch noch null, was ich davon halten soll. I mean there's so much more I want to say, but I'll save it for another time. See you all soon. Also bisher wirkt das Spiel halt, ne, so ein bisschen so, hey, du kannst halt schnell durch die Gegend halt durchdüsen, aber letztendlich hast du eine sehr große, offene, leere Open World. Und du kannst halt sehr schnell da durchdüsen und hast halt Kraft der Naturelemente, aber halt eine leere Welt, mehr oder weniger. Klar, hier und dort stehen ein paar Gegner, aber an sich hast du ein Skyrim 2.0. Könnte ich mir vorstellen, so wie das hier aussieht. Also, ganz ehrlich, es sieht zwar schön aus, ne, so eine schöne Landschaft, aber an sich sieht es halt so aus, so, ja, wo gehe ich jetzt dahin? Da ist eigentlich nichts wirklich, wo ich entdecken will. Da willst du wirklich halt einfach nur mit den Kräften halt einfach nur schnell durchdüsen, oder? Vielleicht sehe auch nur ich das so, ich weiß es nicht. Hallo, Dark Blue. Das hat Katzen, es gibt schon mal einen Daumen nach oben.
Ich habe mich in den dunklen Ecken des Internets verlaufen und dich wiedergefunden. Gott sei Dank. Tja, wurde ja mal Zeit, ne? Einfach nicht in den dunklen Ecken gucken im Internet. Die sind alle dreckig. Bleib mir hier, krümmeln wir. Ich hab ja auch, ne? Kekse. Kekse sind immer wichtig. Ich glaube, ich esse mal einen Keks. Wir haben ja Zeit. Hollentunnel. Ah ja. Ist das immer noch Forspoken oder was ist das? Project Atia. Ich glaube, das ist immer noch Forspoken, ja. Mir werden 7 Zuschauer angezeigt. Jo, eine Armband, mit einem sprechen kann. I'm seeing freaking dragons and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved it with my freaking mind. Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. Now you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Our land suffers. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Syla. Tanta Syla is the strongest and most formidable of all the Tantas. Also bisher, ne? Forspoken. Ist wenig, wo ich jetzt sage, so, das interessiert mich. Klar werde ich das bestimmt irgendwann kaufen und spielen, aber es reißt mich nicht so vom Hocker. Jetzt sind 2 weggegangen, 2 Zuschauer. Ich habe jetzt erwähnt, dass sie da sind, jetzt sind sie weggegangen. No name for a demon. I am the one you seek. The one and only Tanta Syla. Immer fleißig auf Chris Kicks einzeln. Normal. Wir haben eben da auch noch 10 zum Gollum-Spiel gezeigt. Das interessiert mich halt dann schon eher. Ach, ja, dieses Vampire the Masquerade PvP-Dinge, ne? Glaube ich. Ist ja auch nichts für mich, ist ja dann PvP. Wann spiele ich mal PvP-Spiele? Für sowas bin ich halt einfach zu schlecht. Und habe auch keine Geduld damit, irgendwie mich groß einzuüben. Beziehungsweise halt. Ja, ich kann sowas. Ich erinnere mich da halt an diverse Spiele, die ich halt früher dann irgendwie so eine Nacht durchgezockt habe. Und am nächsten Tag war ich der King. Ja, gerade so im Freundeskreis. Irgendwelche Multiplayer-Shooter oder sowas, ne? Aber halt erstmal sich die eine Nacht erstmal durchprügeln. Erstmal mit dem Spiel beschäftigen. Klar, dass du halt von der ersten Runde an nicht irgendwie gut wirst. Aber bis du halt dann deine Waffe gefunden hast, mit der du halt dann irgendwie vernünftig klarkommst und. Hab ich meistens gar keinen Bock drauf. Das Sega ist aber geiler als dieses PlayStation Something. Ja, aber sowas von. Sega ist sowieso. Ja? Sega. Ja? Nächste Konsole und so. Wird niemals passieren. Die reden Deutsch. Wahrscheinlich irgendein Spiel mit Nazis oder so.
Das war's, der ist tot. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Na toll, das haben jetzt die anderen auch gehört. Hat er nicht gesagt, ja, hat er nicht gesagt. Das ist jetzt Assassin's Creed aus der Ego-Perspektive. Solange es besser ist wie Sonic the Hedgehog 2006, ist alles gut, würde ich meinen. Ja. Ja. Sonic Colors Ultimate war jetzt auch nicht so gut. Es hatte weniger Ladebildschirme. Aber mehr Bugs als das Original. Sonic 206 ist halt schon eine Messlatte. Kann man wirklich so sagen. Ein Schnipper. Ein Schnippergewehr. Es ist Sniper 5. Genau, immer auf die, die schon die Hände hochhalten. Der hat doch never ever getroffen. Alter, der zielt ja noch schlechter als ich. Ich bin eine geborene Sturmtruppe. Habe ich hier, ne? Lego Star Wars The Force Awakens gespielt, ne? Oder bin ich noch am Spielen? Eins der ersten Achievements, die ich kriege, ist Sturmtruppensyndrom. Ja, da gibt's halt irgendwie so Blasterschlachten, ne? Oder ein bisschen hier so zielen sollst mit deiner Lego-Figur, ne? Und ballern. Und das Achievement kriegst du, wenn du 10-mal daneben schießt. Das ist mit eins der ersten Achievements, die ich freigeschaltet habe. Das sagt sehr viel über mich aus. Boah, nee, Ballerspiel. Bisher halt, ne, auch nix wegen Story oder keine Ahnung was. Bislang sieht es für mich nach Erste, Zweite Weltkrieg Ballerspiel aus. Es gibt wohl eine Story. Bestimmt. Aber allein dadurch, dass es Erste, Zweite Weltkrieg ist, ist halt auch wieder etwas, wo ich dann sage so... Oh, muss ich nicht haben. Ich mag Erste und Zweite Weltkrieg nicht. So gar nicht, gar nicht. Man kann im Gesicht sehen, dass da schlechte Erinnerungen kommen. Oh ja. Allein die Ladebildschirme. Die Ladebildschirme für die Ladebildschirme. Ladebildschirme für, es wird ein Satz gesagt, damit ein Ladebildschirm kommt. Das Ganze spielt wohl irgendwie in Russland. Wenn man das hier so glauben mag, anhand irgendwelcher Plakate halt irgendwo. Alter, du standest neben den Typen und der hat dich nicht gemerkt. Schlechte Erinnerung auf was? Auf Sonic 2006. Ja, ist ein Ballerspiel mit schlechter KI. Typisch für Singleplayer-Ballerspiele. Beziehungsweise halt, na gut, das heißt typisch, ist mir tatsächlich lieber, als wenn es hier sowas ist wie Far Cry. Ja, das allererste Far Cry. Ein Typ sitzt auf einer anderen Insel mit einem Rocket Launcher, sniped er dich weg.
Haley werde ich auch nie vergessen. Auch schlechte Erinnerung. Ein Grund, warum ich seitdem kein Far Cry mehr gespielt habe. Da, überall steht irgendwas an Kyrillisch dran. Müsste demzufolge irgendwas Russisches sein. Oder gegebenenfalls auch Polnisch. Weil es sieht eher nach Russisch aus. Und warum läuft jetzt der Charakter hier überall rum? Man, irgendeine Misha sollte der oder die ja retten. Was kommt jetzt? Atombombe? Bomberflieger! Nein, keine Bomberflieger. Einfach nur Flieger. Sie fliegen. Explosion, wir machen mehr Explosion. Ja, kommunistische Flagge. UdSSR. Also es sieht halt nett aus. Ich denke, viele könnten an diesem Spiel Freude haben. Gerade halt Leute, die sich irgendwie mit der Kriegsthematik halt irgendwie auseinandersetzen. Aber für mich wahrscheinlich eher nichts. Zack, tschüss Haus. Es fällt auseinander. Da kommst du jetzt oben im Fenster rein und da steht einfach nur noch die Wand und alles andere? Okay. Da fallen die IKEA-Möbel um, du. Ja, und was war das jetzt für ein Spiel? Das hätte man ja wenigstens noch mal irgendwie zeigen können, sagen können. Bevor man jetzt hier in das PlayStation State of Play Intro geht. Damit ich weiß, was für ein Spiel ich mir nicht kaufe. Ich meine ja nur. Ja, der Sound ruckelt. Ich hoffe, das ändert sich dann gleich, wenn die Show richtig startet. Müsst ihr dann übrigens auch sagen, wenn ich dann irgendwie lauter machen soll oder sowas. Oder wenn ich Kekse lauter knuspern soll oder... Kekse. So, wir haben noch knapp 8 Minuten. Was erwartet ihr, was da passieren wird? In den ganzen Weltkriegsspielen passiert immer das Gleiche, meiner Meinung nach. Ich würde ausgelutscht sagen, ja. Meistens tatsächlich, ja. Finde ich eigentlich ganz nett bei Wolfenstein, die ja quasi ein anderes Ausgangsszenario quasi genommen haben. Das ist das Einzige, was daran wirklich tatsächlich mal besonders ist und die Sache für mich interessant macht. Ich höre das Knuspern nicht, bitte laut.
Mein Sepp war es so. So. Also, was kriegen wir gleich zu sehen? Schreibt ihr es mal. Genau so. Habe ich alles richtig gemacht? Also, ich würde sagen, wir kriegen gleich zu sehen verschiedene PlayStation-Symbole. Wie zum Beispiel ein Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat und eventuell auch ein Kreuz. Demnächst auch auf ihren Empfangsgeräten. ASMR Knusper-Show mit Mammut. Hier wird richtig geknuspert. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Kekschen? Boah, der Ruckelsound, der gibt mir jetzt schon auf den Keks. Ich werde hier einmal kurz hier refreshen. Es wird aber nicht besser, also es liegt tatsächlich am Stream selbst. Wird wahrscheinlich gleich besser. Das heißt nicht Kreis, Dreieck. Das heißt alles, was mit Pizza. Ja, Dreieck ist die, ist das Pizzastück-Taste. Quadrat ist die Pizzakarton-Taste. Kreis ist die Pizzataste und Kreuz ist keine Pizza-Taste. Ist ja wohl logisch. Ja, das weiß man ja, das ist ja Allgemeinwissen. Also ich würde mich natürlich über einen Kena 2 freuen. Blöde Frage, was werden wir hier eigentlich in 4 Minuten sehen? Ich habe keine Ahnung. Die sogenannte State of Play. Darin werden halt verschiedene Spiele vorgestellt. Von Sony. Hä? Kreuz ist die Pizza geviertelt? Nein, niemand viertelt die Pizza. Außer mir vielleicht. Ja, manchmal stellen sie hier neue Spiele vor. Manchmal bereits bekannte. Manchmal ein Mix von beiden. Und manchmal... Keine Ahnung. Wir gucken mal. Schlimmer als schlimm kann es eh nicht werden. Hat schon irgendwie was leicht Hypnotisches, ne? Diese ganzen... Symbole hier, die durch die Gegend eiern. Warum gibt's das eigentlich nicht hier, ne? Bei PlayStation für die Konsole gibt's auch immer hier so Themes, ne? So. Keine Ahnung, manchmal hast du ja irgendwelche Bilder halt einfach als vorbeigehen, ne? Manchmal hast du da irgendwie so ein Video als Hintergrund hier auf der PlayStation-Konsole, so als. Als Hauptmenü, Gedöns, Dingens. Warum gibt's da sowas nicht? Ich meine ja nur. Nicht, dass ich das unbedingt haben wollen würde, aber... Könnten die ja locker machen. So als Design halt einfach, weißt du? Für die vielleicht zu viel Arbeit. Kriegen sie kein Geld. So, 2 Minuten noch.
Das ist nochmal Zeit für einen Keks. Können noch was zu den neuen God of War zeigen, zu Horizon, Forsaken, höchstwahrscheinlich kommt Guardians of the Galaxy, obwohl das ja schon raus ist. Was könnte noch kommen? Irgendwas, was noch nicht bekannt ist. Ich freue mich aber sowas hier immer, ne? Auf Zeug, was bisher nur rumort wurde, so Gerüchtekirche-mäßig. Oder halt Zeug, das man einfach noch nicht kennt. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Bitte warten. Circa 20 Minuten geht die und dann können wir schon Feierabend machen. Ich wette, Mammut könnte in einer Minute die Packung leer machen. In der Tat, ja. Ist bei diesen Schokobutterkeksen kein Kunststück. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, schwarzer Bildschirm. Yay! Da ist die PS5, die hab ich. Das sieht nach irgendwas PvP-mäßigen aus. Ich bin raus. Sieht leicht abgedreht aus. Mit irgendwelchen Super-Duper-Fähigkeiten. Höchstwahrscheinlich hier so ein Last Man Standing Ding, also hier so Battle Royale, könnte mir vorstellen. Go, hunting time. Hunter G. Der hat eine Kettensäge als Hutkrampe. Du sollst ja nur mal anmerken. Ist, ne, also die Bitrate hier lässt zu wünschen übrig. Ist schon maximale Qualität. Aber die Bitrate, die hier übertragen wird, ist nicht die beste, weil viel Bewegung ist und so, ne? Das ist auch bei mir mehr Matsch als alles andere. An sich sieht das Spiel nett aus. Aber nichts für mich. Deathverse. Ah ja, Let It Die. That was your first look at Deathverse, Let It Die, coming to PS4 and PS5 next year. Now, let's listen to We Are OFK. Hat der Stream einen kleinen Sprung gemacht? War sucks. In a world full of war, where war is, just doesn't have anything to do with politics or race or imperialism. Out there, we look to each other and to our thick. Ich weiß nicht, Wechselhaus, aus. Ich hab keine Ahnung. And you're like, how did they get them that thick? Is this like an alternate reality where arms are just that thick, or are they robot arms? Our last hope.
is arms. Luca, focus. Okay, okay, sorry, for real. PlayStation promo time. Yep. I'm just supposed to introduce our band and the game about our band, right? Ooh, can we do something fun with it? Like, can we be like, why is it called State of Play? What are we, the president? We've talked about these jokes. Hey, you. Hi, we're still driving. Jay, I heard back from the mix engineer, and she's cool with getting song stems on Sunday. Itsu! How's the PlayStation blog post going? Are hashtags too much? I want to reach more people, but I don't think I trust people who use hashtags. Itsu, you're the best at this. I'm proud of you. I just do things. Carter, what you working on? Just a little audio filter I cooked up for Debug here. Can Debug make me sound like a demon? Okay, give me one more run through and we'll take a proper break, yeah? Okay, hi! We Are OFK is a new music biopic game about us, the indie pop group OFK. It's a 5-episode series about how we started the band here in Los Angeles and how, so far, we have not screwed it up. You get dialogue choices and texting and flirting, and each episode lets you play an interactive music video of a new song from our debut EP. That's 5 episodes, 5 songs. And if you join our mailing list today, you get a life-size cutout of our whole band wearing nothing but PlayStation 5 DualSense controllers. Oh God. No. Nope. Okay, the cutout is still TBD, but We Are OFK is coming to PlayStation 5 and PlayStation 4 in 2022. The future. The future. Thick arms. We Are OFK. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber juckt mich nicht. Up next, the team at Young Horses shares a big update coming to Bugsnacks. Okay. Bugsnacks wollte ich immer noch spielen. Das sieht so putzig aus. Bum, 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 bum. Da hinten bin ich. Oh, guck so. Did you all see that? Giant Bugsnacks! Gosh! We might be witnessing a prehistoric species somehow preserved at the bottom of the ocean. We need to form an expedition. Das Spiel eben ging um eine Band OFK und quasi um deren Story, wie sie eine Band geworden sind, mehr oder weniger. A Kiwi. Mücke. Checking your mail, do some redecorating, and before you know it, this'll feel like home. Das sieht witzig aus. Ja, in der Tat. Can we stop wasting time and get on with this expedition before I'm as old as Shelter? Ready yourself! Frage, die sich mir halt stellt, ist das jetzt hier DLC oder freies Update oder keine Ahnung was? Nein, gut, ne? Ich habe hier Bugsnacks über PlayStation Plus bekommen. Da könnte man eventuell, wenn es mir denn gefällt, dann mal überlegen, ob man dann da Free Update, was will ich mehr? Wollte ich gerade sagen. Okay. Ja dann, 2022 können wir anfangen, das Spiel zu spielen. Warte, was? Oh nein, Five Nights at Freddy's, ja. Pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Ich habe noch nie eins dieser Spiele gespielt. Ich finde die so unglaublich langweilig. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed. Initiating. Von dem, was ich bisher gesehen habe. No, no, wait, I'm still here. Irgendein Streamer hat die mal gesehen, der hat irgendeinen Teil davon gespielt. Ich glaube auch durch. Ich fand's so langweilig. Hallo, kleiner Rolli. Frage, die sich mir bei dem Spiel immer gestellt hat: Wie viel Hunger bekommst du dabei? Antwort: Ja. Ja, ich bekomme Hunger. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise.
Thanks. Make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Amiga Link, hey! Would you like to take a short survey about your experience? Battle beasts and demigods in a challenging action RPG coming soon to PlayStation. Let's take a look. Das sieht grundsätzlich mehr nach einem Spiel aus, wo ich sage, so, ja, vielleicht, mal gucken. Er hat ein Schwert, das leuchtet rot, das ist schon mal gut. Der ist Dor. Oh, ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich das sogar schon besitze. Oder demnächst besitze. Irgendwas war da. Online-Opponents await in these multiplayer games coming to PS4 and PS5. Multiplayer Games. Mario Kart Abklatsch, ja? Wir nennen es Kart Rider. Kart Rider Drift. Entschuldigung. Jetzt meiner Meinung nach, ne, weder besonderen Witz noch besonderen Charme noch irgendwas, was es halt besser macht als ein Mario Kart. Na, bleibe ich bei dem bei Mario Kart. Oh, Free to Play. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das macht's interessant. Spanisch für Schmerzen. Das ist King of Fighters oder was? Nee. Doch. King of Fighters konnte mich auch nie wirklich anfreunden. Ist ja auch schon so ewig diese Reihe. Auch wenn ich Kampfspiele wirklich sehr, sehr gern mag. Immer wieder lustig mit Freunden zu spielen. Aber King of Fighters war da nie die erste Wahl. Bubis. Da waren Bubis, habe ich nicht drauf geachtet. Mhm, okay, nächste. Escape is futile. Looks like you're in need of your medicine.
Was ist das? Ein Among Us nur in hübscher? Hi everyone, I'm Emily, also known as Norstef. Today we're excited to share First Class Trouble with you. First Class Trouble is an online social deduction game featuring a dangerous cocktail of difficult decisions and wacky possibilities. Before you hop into a match, check out the range of customization options available to you. As you play, you'll unlock even more, so don't forget to come back to your wardrobe from time to time. Let's check out that recent match we played. That was a good one. Es wurde auch schon mal vorgestellt. You'll be assigned a secret role of either a resident or a personoid. Among Us in hübscher. So this is me. I played as a resident in this game, and my goal was to reach Kane at the heart of the ISS Alithea. And I got to play as a personoid. So my game was all about deception and traps, stopping the residents at all costs. Great outfit that you have on there. Thank you. The most important question is, who can you trust? Yeah, exactly. And I thought you and I were working together. I know, right? Sometimes going with your gut doesn't work out. Sorry, Dave. I don't have that problem. You sabotaged the oxygen. Well done. When a system is sabotaged or a trap is sprung, this is a good time to start casting doubt on the loyalty of the other residents. Yeah, you had me so convinced. You did such a great job. I even helped you take him out. You really got me on this game. I never suspected you at any point. Sorry, not sorry. Yeah, here it is. Gotcha! I realized too late. Whether you're a personoid or a resident, your social deduction skills and strategy are the key to survival. Good luck, everyone. And remember, be careful who you trust, because in First Class Trouble, cocktails last longer than friendships. Ja, die ganzen Nachmachespiele. Work together to avoid disaster when First Class Trouble arrives to PS4 and PS5 next month. PlayStation Plus members will be able to download the PS4 and PS5 versions at okay. no extra cost starting November 2nd. Diese Nachmachespiele von Among Us, sag ich mal, ne, finde ich, können sie schwer durchsetzen. Vor allem, weil Among Us nichts kostet oder wenig. Und es halt inzwischen jeder hat. Oh, try Ace. Scanning craft. Pan-Galactic Federation Battleship. The Astoria. Weapons activity detected. Ready in 30 seconds. Könnte Phantasy Star sein. There's no time. Abandoned ship. All crew members get to an escape. Nein, nicht Phantasy Star. Oh Gott, wie heißt es? Star Ocean. Star Ocean müsste es sein. Phantasy Star ist ja Sega. Star Ocean sind schöne Spiele. Games auch in 3D-Look gab es auch schon vor Among Us. Ja, allein, ne? Gabby's Mod, also TTT. Ist nichts Neues. Und Among Us kommt natürlich halt auf jeden Look halt gut an. The crew of the Edis needs you. Good luck, Ray. You seek only to devour this world. Also ja, das ist definitiv halt wieder, ne, Sparte so, ist was für Mammut. If humanity should persist as it has, never will it find total freedom from sorrow. What hope do we hold should they descend upon us now? If you dare turn your back to this, I swear. Destroy the Federation ship by ship until there's not a damn thing left! Star Ocean, the Divine Force. Okay. Before we wrap up, let's get an update on the eagerly awaited Little Devil Inside. Das wird erwartet. Ja
Train Simulator. Ach nee. Like any other day, Billy sets out on another job. Looks like he's reading the letter he received. The job seems simple enough. Billy arrives at Cornfield Station. He needs to meet Professor Vincent, who should be nearby. Oh, there's an old lady up ahead. During travel, you can engage with various people. Sometimes to buy goods, or simply ask for directions. On certain occasions, the crew is available to travel together. During world map travel, you can encounter various events, some bigger than others. In this case, a flock of sheep blocking the road. Looks like they have arrived near their destination. Billy heads towards an eerie-looking mansion to fulfill his simple task, of course. He's greeted by who seems like the owner. The job is to pick up a mysterious artifact and deliver it to Professor Vincent. Looks like it's kept in the mansion's basement, leaving behind the unsettling signs on the wall. Billy enters the basement chamber. Well, it turns out that the job is not going to be so simple after all. Ever since leaving the mansion, strange-looking creatures constantly appear. Here he is, surrounded by a mob, striking and sticking the blade into enemies to pull and throw them around. During his travels, Billy needs to resort to his survival instincts and make use of whatever he has to survive. Often being exposed to the harsh side of Mother Nature. A desert environment is one such place. Finding safe places to camp and cooking up food is all part of the journey. This time, a sub-zero climate. And worse, caught in a snow blizzard. Struggling to pull his companion out of the snow, what will be their fate? Lead Billy throughout his journey, and imagine what he has to face. Some expected, more often not. Oh my. Welcome to the world of Little Devil Inside. Ich weiß nicht. Also mich haut das jetzt nicht vom Hocker. Vielleicht ist es so ein Spiel, das muss man erstmal spielen. Hope you enjoyed this peek into what's to come on PlayStation. See you next time. Wie, das war's? Das beenden sie mit Little Devil Inside Me? That's our show. We hope you enjoyed this peek into what's to come on PlayStation. See you next time. Also nicht mal irgendwie so, doch irgendwie ein Hammer, sondern so ein Spiel, wo ich jetzt, also zum einen halt der Artstil, ne, diese zwei gemischten Grafiken, sag ich mal, wo der eine, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Beyond. Ah, ja. Achso. Das ist jetzt über IGN, ne, ja. Beyond and hello, yeah. Everyone. My name is Jonathan Gorbusch. This is Loki. Hopefully, it's... Yeah. Also, das Beste für mich war jetzt Star Ocean. Aber da liege ich wahrscheinlich auch so ein bisschen alleine mit. Ja, aber wir haben uns die State of Play angeguckt und
Es ist positiv, es ist wenig, was mich interessiert. Das heißt, es kommt weniger auf meinen Pile of Shame. Ja, und das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Nun gut, so, jetzt mache ich aber auch schon Ende Gelände für heute. Wir wollten ja heute nur mal ganz kurz die State of Play angucken. Und dann hört und stört man sich dann höchstwahrscheinlich jetzt am kommenden Samstag. Kommt da nochmal eine offizielle Ankündigung dafür. Und ja, dann sag ich mal tschö mit Ö und bis Samstag. Mach Musik. Danke. Silence to blame, how she tries to gain the courage to understand why it came to be this way. These words of wisdom, time and again, go unheard. He knows it's not her fault that it was all. Can't you look into my eyes? And she said, my friend, you know there's nothing we can do. Just let it go. Secrets never show themselves. You learn to just move on till then. This song is for you. And he said, the only way to learn is to through the ages of time, from pens of ancient masters to prose of the modern mind, a tale to be told. And now we find them holding on to their faith. They've tried all that they could, but we know it's just too late to not end up alone. The jury overthrown, the differences of you, but not enough to see them through. It's such a shame. They wonder who's to blame, or is it just that we're the same? And she said, my friend, you know that